Nee. Sonst. Ein bisschen früher aus dem Bett zu kriegen, lohnt sich für euch, glaubt mir. Heute Sonnenaufgang am Strand, habt ihr was verpasst, würde ich sagen. Es ist Sonntag, der 27.03.2016 und es ist Ostersonntag, aber dazu vielleicht später mehr. Jetzt erstmal an den Strand. Morgen. Komm her. Wer mich kennt, der weiß, dass ich mit Religion überhaupt nicht viel anfangen kann. Und Feiertage wie Weihnachten und Ostern sind für mich ganz normale Tage, weil ich da eh arbeiten muss. Und seitdem mir bewusst ist, warum es diese Tage gibt, was es mit diesen Feiertagen auf sich hat, kann ich mit denen sowieso nichts mehr anfangen. Klar, als Kind ist man glücklich. Da gibt es Geschenke, da gibt es zu naschen, alle sind zu Hause. Das, als Kind ist das schön, ganz sicher. Ich kann auch nachvollziehen, dass man diese Feiertage für seine Kinder zelebriert. Wahrscheinlich gerade noch rechtzeitig, bevor der Strand wieder richtig voll wird. Sowieso wieder die Zeit, wo man nicht mehr an den Strand gehen möchte mit dem Hund. Weil es natürlich nicht so gern gesehen ist und die Urlauber am Strand jetzt wieder mehr werden und nachher bei den Badegästen sowieso. Und das kann ich auch nachvollziehen und dann meide ich sowieso gern über den Strand, weil erstens mag ich nicht zwischen irgendwelchen halbnackten, bahnenden Menschen rumgehen mit dem Hund. Zweitens will ich ja eher meine Ruhe haben. So, alle wichtigen Telefonate erledigt mit Mama, mit Oma, mit Jens. Ja, ist so Zeit wieder nach Hause zu gehen. Videos veröffentlichen, um zu duschen und dann zur Arbeit zu gehen. Ganz witzig finde, regen sich immer auf über, also die Kirche jetzt, ne, regen sich immer auf, wenn an Sonntagen und so manche Supermärkte aufmachen wollen hier oben. Ein Riesentara immer, nur noch an bestimmten Tagen und nur noch so und so viele Tage. Cookie, hol den Ball. Ein Riesentara immer, warte mal, von der Kirche ausgeht. Und bei uns, bei Gastronomen, das sagt keiner was. Ich meine, wir müssen jeden Sonntag arbeiten, wir müssen jeden Feiertag arbeiten. Da ist in Ordnung. Aber bei den anderen sehen die Moralapostel los. Na,
naja. Ist doch cool, verstecken Eier. Können die Kinder Eier suchen, nachdem sie in der Kirche waren. Das finde ich in Ordnung. Ich meine, kann ja jeder glauben, an das, was er möchte. Aber mit mir sollen sie mit ihrem Sack gehen. Und ich kann halt mit Ostern und Weihnachten nichts anfangen. Aber wenn sie es für die Kinder zelebrieren, ist doch alles gut. So ein geiles Wetter. Ich wäre gerne noch mit Cookie am Strand geblieben. Den ganzen Tag meinetwegen. Ist echt so super das Wetter. Ein bisschen windig, aber es ist nicht kalt. In der Sonne ist richtig angenehm. Aber naja, hilft dir nichts. Ist Sonntag, ich muss arbeiten. Okay, das war's für heute. Ich muss jetzt zur Arbeit und ja, bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis morgen und tschüss. Ich sag's euch ja, ab und zu mal den Arsch ein bisschen früher aus dem Bett rauszukriegen, kann sich lohnen.